Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ni no Kuni Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You. Ja, und weiter geht's in Richtung Story, würde ich sagen. Oder auch mal gucken, was können sie mir denn hier geben. Ja, hat's recht, ich finde das Ambiente hier auch sehr gut. Statt sie denn jetzt für eine Zuversicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja, ja, im Kamera. So. Können wir oder können wir nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich würde mal sagen, das können wir. Ab geht's zur Zeremonie. Klar kennen wir den. Okay. Sollte ja dann kein Problem sein. Genau. Naja, also zwei Zauber kombinieren sollte ja nicht so kompliziert sein. Na, immerhin. Aber echt? Jetzt haben wir einen Superstab. Neue Zauber, sehr gut. Heilende Hand. Besser Heilzauber das. Glückssache. Müssen wir uns gleich angucken. Entfesseln. Ja, aber echt. Genau. Ja. Müssen wir da jetzt noch mehr sammeln oder was? Ach so, ich verstehe diese Zauber. Hä? Ah nee, von den drei, die wir besiegt haben, kriegen wir jetzt. Ah, die können wir wahrscheinlich. Da müssen wir jetzt alles anlesen. Durchlesen, wie auch immer. Hoffen wir doch. Und das wäre... in der Nimmerburg. Also da wohnt er. Aha.
Und sie weiß was. Klangs der Fanfare. Ach so, das war diese Friedenspfeife, Flöte. Ja, wo kriegen wir die denn her jetzt, bitte? Das In Katzbuckel schnitzelt man stolz das Kuhweideholz, trägt es dann nach Schweinfurt. Also brauchen wir Holz aus Kuhweid, müssen nach Katzbuckel, damit es geschnitzt wird, und nach Schweinfurt, damit wir es dort blasen können. Hoffentlich. Das heilige Holz. Oh, zu Kulifin mal wieder. Machen wir natürlich. Hoffentlich gibt sie uns das auch. Oh, seit langem mal wieder eine Trophy. Reisen wir mal direkt dorthin. Aber die Sache ist die, wenn wir uns hier jetzt die Map angucken, da diese links, also ja, südwestliche Inselgruppe, die da ist, beziehungsweise die Hauptinsel, da ist auch so ein Nebel. Deshalb frage ich mich, was hat die denn mit allem zu tun? Fehlt uns eigentlich im Moment. Es fehlt Liebe und Glaube. Hat hier nur leider keiner. Aber halt, wir haben ja auch noch was zu essen bekommen. Jetzt sind sie halt. Kriegst du? Hoffentlich schmeckt's dir. Oh, viel Verteidigungspuddings haben wir hier. Gut. Kriegst du noch vom Frostpudding was? Jawohl. Noch einer und es müsste dann. Oh, schafft er nicht, weil er keinen Hunger mehr hat. Mist, Mist. Kann ich da nur sagen. Oh Mann. Der macht aber ganz schön voll hier. Das haben wir noch zwei Schokis hinterher. Schneekonfekt, das kriegt ihr her. Na, hat auf jeden Fall was gebracht mit zwei Punkten. Lohnt sich aber nicht, hier jetzt die kleineren Schokis reinzuhauen. Gehen wir nochmal auf Kreischen, der ist voll. Was können wir ihm denn geben? Hier, yeah, Magieangriff, das sieht doch gut aus. So, auch noch Magieangriff. Okay, gab sogar einen Punkt.
Genauigkeit. Wem wollten wir denn Genauigkeit geben? Er könnte ein bisschen Genauigkeit geben. Goldpastete. Holla, die Waldfee hier. Gleich mal 6 Punkte. Heftigst. Mucki können noch Genauigkeit gebrauchen, genau. Uiuiui. Auch 5 Punkte dazu bekommen. Geben wir ihm noch so lange von denen hier, bis das letzte bisschen auch geschafft ist. Gucken wir doch gerade mal, ob wir hier noch was Interessantes haben. Stumpfe Schneide, Gift, Stehler. Wer könnte denn Seelenstehler ernähren? Bin ich ein bisschen unentschlossen gerade. Was hat er denn hier für Skills? Ich würde es ihm ganz gerne beibringen eigentlich. Aber er hat nicht so viel magischen Angriff. Und wenn wir es ihr geben? Das wäre vielleicht was. Gucken wir mal kurz, was hat er denn? Bei dir? Ja, bin ich im Moment echt ein bisschen überfragt. Geben wir erstmal Keim. Vielleicht ergibt sich da noch was. Erstmal ab zur Kulifin. Oder ist er schon? Ja, haben wir. Tja, berechtigte Frage. Ganz genau. Wie, du weißt schon was? Hat sie vielleicht eine? Wie, das ist, habe ich nicht gelesen, will ich nichts so wissen. Schick. Das ging ja leichter als gedacht. Rechtstaste. Klar, passen wir drauf auf. Nein. Ja, das schon, aber so wirklich kennen wir uns halt nicht aus, ne? Kommt mir gerade so vor, als wäre er ein Überlebender aus der alten Zeit. Ja, aber echt. Ja, genau. Ja, das stimmt.
Ja, aber warum besteht denn die Kluft? Sind die doof oder was? Genau. Ab zu König Tom. Lalalala. Da bin ich aber auch sonst keine irgendwie. Der alte Rashid. Aber erstmal müssen wir uns noch die ganzen Sachen angucken. Vollständige Heilung. Das ist natürlich echt praktisch. Das ein. Achso, nee, klar, okay. Haben wir schon die ganze Zeit. So, was haben wir hier? Glückssache, Glückssache. Naja, ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Eigentlich so ein Einmalzauber. Beziehungsweise, bevor wir jetzt hier nach Katzbuckel gehen, greifen wir hier mal den an. Und probier mal in Fesseln aus. Oh, er ist ganz schön schnell, scheiße. Er hier auch? Was soll denn das? Okay, Leute. Geht's jetzt halt nach Katzbuckel? Keiner will mit uns kämpfen. Ab zu König Tom. Alten Tiger hier. Hallo Leute, wie geht's? Ja, hallo Dame. Ein Mähdrescher? Das ist doch ein, wie kann der verletzt sein? Das ist doch eine Maschine. Nee, braucht deine Güte nicht. Nein, nein, haben wir schon. Bisschen Liebe auffüllen wäre gut. Liebe und Glauben. Hallo die Dame. Klar. Naja, sind lila Klumpen. Okay. Zuversicht brauchen wir nicht. Nein, 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 bla 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 bla. Die Dame sucht noch nach immer oder noch immer nach ihrem Kind, das wir nicht gefunden haben. Nicht, dass hier eine Taube von denen dabei ist. Okay. Schon gedacht. Hast du vielleicht Liebe oder Güte, Glaube? Ja, was ist denn los? Okay. Wo ist er denn hingereist? 2 Jahre! Ach du Scheiße. Okay. Ja, das doch immerhin. Glaube auch noch.
Das können wir doch gebrauchen. Ja, gib mal deinen Glauben her. So. Ja, mit dem Glauben. Am Ende brauchen wir die Herzteile noch im Kampf gegen Shudder. Bin ich eh gespannt drauf. Gut. Was ist denn mit dem hier? Hallo? Du Kriegskram, wie siehst du denn aus? Was wirst du nie schaffen? Große Katzenkampf. Wer denn trainiert doch? Ein bisschen Zuversicht könntest du gebrauchen. Wieso nicht? Das ist natürlich ein echtes Dilemma für den. Geben wir ihm doch ein bisschen Zuversicht wieder. Bleib stehen, Mann! Hier, ihr braucht hier doch Zuversicht, da haben wir sie. Einmal Zuversicht. Fang ja Gutes damit an. Ja, aber echt? Da bin ich mal gespannt. Pustekuchen. Gut. Und drei Stempel. Hat genau für eine Karte gereicht. Der mir hier auch dicke Kämpfer, okay. Oha, was haben wir denn da bekommen? Riesensterntropfen. Ja, das ist doch gut. Brauchen wir allerdings noch mehr Sternenkristalle für. Was kann sie uns geben? Oh, und er meine ich natürlich. Ja klar, war ja nicht zu überhören. Wie, wo liegt das Problem? Zu viel Liebe, oder was? Ja, aber echt. Und vor allen Dingen können wir die auch gebrauchen. Ja, gib mal deine Liebe her. Na klar, das macht man noch gerne. Vielleicht. Kleiner Franzose hier. Komm mal die Liebe her. Danke, danke. Na, vielleicht irgendwann mal, wenn du Glück hast. Kleine Sequenz. Ja, aber echt. Genau.
Genau, dann müssen wir ab. Was ist los? Ist das Holz weg oder was? Oh nein. Oh nein. Aber echt? Ja, jetzt hast du es verbockt, Mann. Wenn sie einer von geklaut hat, dann werde ich der nächste Schadar hier. Mit dir überhaupt. Na, was sind denn das für Gedanken? Wieso machen dir die Angst? Fehlt ein bisschen Mut. Aber echt? Ja, helfen wir ihm noch. Na, klar können wir das. Hier kriegst du ein bisschen Mut. Dame, das war genau hier. Soll ja auch das Richtige bekommen. Hoffentlich geht's jetzt wieder besser hier. Genau. Hoffentlich. Ja, dann mal her damit. Ja, keine Ahnung. Diese Zaubersteine finde ich jetzt nicht so pralle. Vor allem, weil diese ganzen Debuffs, die man da bekommt, die sind ja in der Regel nicht auf Bosse anwendbar. Von daher halte ich sie, ja, will nicht sagen für Verschwendung, aber ja doch, irgendwo schon. Weil die normalen Trash-Mobs, die kriegt man ja eigentlich in der Regel ganz einfach umgehauen. Und wenn es soweit ist, dass es nicht mehr so einfach geht, dann hat man in der Regel auch nicht mehr so viel Mana, dass es auch dementsprechend keinen Sinn mehr macht, dann irgendwelche Debuffs zu casten. So. Und jetzt? Du hast das Holz, oder was? Ja, echt, du Vogel, ey. Ich geb dir gleich eine. Ich geb dir gleich eine. Oh, echt? Ja, genau, sag mal, wer war's? Junge Maus, Brille? Wer ist das denn? Kaufen wir das Ding einfach zurück? Ja, aber echt, ey. So. Aber auf Mäusejagd geht's in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich bis dahin, euer Rektalin für WePlay Games for You. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.